dass das Strafverhandlung ist und die Polizei ist immer wieder im Unrecht. Wir haben Gerichte, die Gerichte haben hier einige Dinge entschieden und ihr handelt nach wie vor rechtswidrig. Ihr behauptet, ihr akzeptiert das Gesetz nicht und jeder hört die. Aber ich sage euch eins, ihr habt nicht genug Personal, um jeden friedlichen Teilnehmer zu entfernen. Und wenn ihr so weitermacht, dann werden die nächste Woche die 10.000 Menschenstellen zu mir kommen. Also das ist jetzt nicht als Maske in dem Sinne, sondern das zeigt, auf welcher Seite ihr steht, weil ich darf natürlich niemand dazu auffordern, eine Maske abzunehmen, das kann jeder machen, wie er möchte. Aber ich darf euch dazu auffordern, wenn ihr dieses Unrecht nicht mehr mittragen möchtet, gebt euren Ausweis zurück und gebt eure Dienstwaffe zurück und kommt hier gerade auf die Bühne. Bitte einen Applaus für Markus Heiß! Unglaublich! Sein Verdienst geht das so, ich kann es nicht fassen. Der Mann ist wirklich eine Maschine, er kämpft für uns Menschen! Und nochmal, wenn ein Familienvater so abgestellt wird von der Polizei, macht Fotos! Ich trage hier die bayerische Knopf mit Stolz, obwohl ich aus Ghana bin. Aber das, was hier die Polizei macht, das ist wieder ganz peinlich und das geht um Geld! Aber bevor wir jetzt zu stark in diese Dunkelheit gehen, wollen wir im Licht bleiben, dieser positiven Kraft. Und wir wollen ein bisschen gemeinsam Spaß haben und blenden das einfach aus, weil es sind dann auch Familienväter und Mütter, die in Sorge sind. Da ist Burnout da, da ist Stress da und da macht man manchmal unüberlegte Dinge. Deswegen, wir lassen so den Spaß hinnehmen. Ich sag Ihnen, ihr sagt Feuer, Frieden! 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 So sieht's aus, hier ist kein Burnout. Hier sind Menschen, die stark sind und mehr werden, mehr werden! So, das hab ich auch auf dem Tisch gehauen, muss einfach mal sein. Jetzt wird's musikalisch. Hier kommt Wien 99er, deswegen München, seid ihr noch da? Oh ja, ich hab noch eine, komm auf! Sag mal, Hände! Ihr seid mehr, ihr seid mehr! Und Stress ausgesetzt und traumatisiert werden, sodass die Gefahr, später an schweren Folgeerkrankungen zu erkranken, deutlich erhöht ist und die Lebenserwartung dieser Kinder und Jugendlichen in den nächsten Jahrzehnten dramatisch verkürzt wird. Hierzu ein paar Fakten aus der Psychoneuroimmunologie. Wir wissen aus der Forschung, dass sich das Immunsystem des Menschen schon sehr früh, ja bereits im Mutterleib, in feiner Auseinandersetzung mit Innen- und Außenreizen entwickelt. Schwere Belastungen der werdenden Mutter, etwa durch existenzielle Sorgen und Ängste und oder durch aggressive Auseinandersetzungen mit dem Kindsvater, der um seinen Job bangt, Aspekte, die besonders in einem Shutdown und Lockdown zu erwarten waren, setzen sich direkt auf den Fetus fort. Die Entwicklung seines Immunsystems wird gestört, was auch Jahrzehnte später noch nachweisbar ist. Wir wissen weiter, dass Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend schweren Stressoren der Eltern ausgesetzt waren, zum Beispiel finanzielle Krisen, Depressionen und Ängsten der Eltern, aber auch am eigenen Leib als Kind Traumatisierungen erlebten, zum Beispiel emotionalen, körperlichen und sexuellen Missbrauch, dass diese Menschen eine erhöhte Gefahr haben, Immunstörungen zu entwickeln und später im Erwachsenenalter Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Autoimmunerkrankungen, Krebs und andere schwere Krankheiten zu entwickeln und daran zu verstärken. Hat man früh im Leben ein Trauma erlebt, zum Beispiel in der Covid-19-Krise, sinkt unbehandelt die Lebenserwartung um etwa 3 Jahre.
Und wenn man in Kindheit und Jugend mehrere bis zu 6 Traumata erlebt hat, Misshandlungen, finanzielle Krisen der Eltern, Jobverlust und so weiter, dann sinkt die Lebenserwartung bis zu 20 Jahre. Viele Kinder und Jugendliche dürfen in den letzten Monaten im Rahmen der Anti-Corona-Shut- und Lockdown-Maßnahmen, die sie selbst direkt und gleichzeitig indirekt ihre Eltern betrafen, starken psychischen Stress ausgeliefert gewesen sein und aktuell immer noch teils schwer psychisch belastet sein. Diese Belastungen ergeben sich nicht nur unmittelbar durch die Quarantänebedingungen, wo auf engstem Raum ohne kindgerechte soziale Kontakte und Aktivitäten gelebt werden mussten, wo belastete Eltern ihren Stress durchaus auch auf die Kinder durchgereicht haben, mit all den bereits dargelegten Folgen für das Kind. Die Belastungen ergeben sich auch durch die immer noch existierenden Einschränkungen, Auflagen und Verbote, die unsere Kinder tagtäglich mitmachen müssen, im privaten Bereich und ganz besonders im Kita- und Schulbereich. Das verpflichtende Tragen von Atemschutzmasken in der Schule ist ein Symbol für die Gefahr einer tödlichen Virusinfektion. Es ist mit ständiger Angst, sein eigenes Leben zu gefährden, verbunden, wie auch das der anderen. Und wenn wir Erwachsene schon Angst und Panik bekommen vor dem Killer-Virus Corona, wie erst muss die empfindliche Seele eines Kindes, das noch nicht in die kognitive Reife besitzt, all die angstmachenden Informationen angemessen zu verarbeiten, unter den beängstigenden Informationen der Eltern, Lehrern und Kindergärtnerinnen leiden. Ganz abgesehen von möglichen Nebenwirkungen wie erhöhtem Atemwiderstand, Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung, CO2-Rückhaltung, kann das Tragen von Atemschutzmaßnahmen zu Klaustrophobie und Angstzuständen bei Kindern führen. Es ist durchaus davon auszugehen, dass es Kinder gibt, die aus Angst vor Strafe und aus Angst vor dem Verschulden von Krankheit bei anderen, zum Beispiel den Eltern und Großeltern, ihre eigenen seelischen und körperlichen Beschwerden beim Tragen von Masken ertragen, nicht darüber klagen und still leiden.